Herzlich willkommen zu Bibelwoche rangezoomt, diesmal zur Urgeschichte und mit Bildern von Friederike Kirchner. Unter dem Titel, und das ist erst der Anfang, tauchen wir in diesem Jahr in einige der bekanntesten Erzählungen der Weltgeschichte ein. In biblische Geschichten, in denen es um die ganz großen Themen geht: Leben und Tod, Liebe und Hass, Schuld und Vergebung, Verzweiflung und Neuanfang. Und heute geht es um große Helden und eine MeToo-Debatte. Drei scheinbar zärtliche Paare, Arm in Arm, Hand in Hand, eng verbunden und doch seltsam unemotional. Selbst das Paar, das zu Gott blickt, läuft eigentlich vor Gott davon. Irgendwohin, wohin weiß niemand. Gleichzeitig schiebt sich eine dunkle Wolke unverkennbar ins Bild, viel mächtiger als die weißen Wölkchen, hinter denen die Göttersöhne wohnen. Und sie scheint zu fragen: Wo ziehen wir die Grenze bei uns und bei anderen? Eine sperrige Geschichte. Riesen, Göttersöhne. Beobachten, wie schön die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich von ihnen Frauen, wie es ihnen gefiel. Nur, wenn man weiß, dass das hebräische Wort für Göttersöhne auch mit mächtige Männer übersetzt werden kann, dann haben wir womöglich die erste MeToo-Reportage der Antike vor uns. Mächtige Männer nutzen ihre Position und holen sich die Frauen, nach deren Willen offensichtlich nicht gefragt wird. Den Frauen wird Gewalt angetan. Schon in diesem jahrtausendealten Text klingt eine bis heute verbreitete Rechtfertigung der Täter an. Die Menschentöchter waren so ausgesprochen schön. Dann waren sie doch irgendwie mit dran schuld, dass die mächtigen Männer sie so begehrt haben. Sie haben es doch drauf angelegt. Sind doch selbst schuld. Haben es ja auch gewollt. Eine solche Rechtfertigung vergewaltigt die Opfer ein zweites Mal. Und plötzlich wird deutlich, wovon dieser märchenhaft anmutende Text eigentlich erzählt. Nämlich von Machtmissbrauch. Davon, dass Menschen mit Macht, Einfluss, Geld oder Beziehung meinen, sie stünden über den Grenzen und könnten machen, was sie wollen. Sie könnten sich einfach nehmen, was sie haben wollen. Dunkle Wolken ziehen auf. Machen sie Gottes Zorn sichtbar? Gottes Angesicht verdunkelt sich. Die Untaten der Mächtigen verstellen Gottes Angesicht. Wer Missbrauch erlebt hat, findet nur noch schwer Zugang zu Gottes Liebe. Den Tätern versperren die eigenen Taten den Zugang zu Gott. Oder ziehen die Wolken vor Gottes Angesicht, weil Gott selbst es nicht mehr mit ansehen kann. Nein, Gott schaut hin. Gott nennt die Dinge beim Namen. Solche Übergriffe, solche Gewalt an seinen Menschenkindern sind Übergriffe und Gewalt gegen Gott selbst. Hier ist eine Grenze. Gott zieht eine Grenze, um die Ohnmächtigen zu schützen. Aber die Mächtigen scheint das nicht zu beeindrucken. Sie lassen sich nicht einschränken. Ihre Macht kennt keine Grenzen, scheinbar. Diese Ohnmacht der Machtlosen ist schwer auszuhalten. Und wenn Gott auch zu den Machtlosen gehört, dann ist das schier gar nicht mehr zu ertragen. Es stünde uns Menschen doch frei, gute Entscheidungen zu fällen und unsere Macht dafür einzusetzen, das Leben anderer Menschen zu bewahren und zu schützen. Sind wir die, die Schutz brauchen, oder die, die Schutz bieten? Wo gibt es Schutz für die Ohnmächtigen? Wem bieten wir Schutz? Ist Gott unsere Zuflucht?